Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen wieder zu Laktatintolerant und mit einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, ein Startbogen und Berge, das kann nur wieder bedeuten, dass ich mir das Laktat heute wieder amtlich in die Oberschenkel presse. Der Tegelberg, wo wir heute starten, deckt sich noch in eine leichte Wolkenhülle. Das sieht sogar recht mystisch aus. Um 10 Uhr, also gleich in 5 bis 6 Minuten, ist hier der Start vom Tegelberglauf, was auch gleichzeitig die schwäbischen Berglaufmeisterschaften sind. Also, auf in den Startblock und let's go! Runter. 10 Uhr, schaut auf eure Uhren, um 10 Uhr, ganz genau, ist Start. 40 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 22. Tegelberglauf, der Start ist erfolgt. Also auf geht's auf den Tegelberglauf 2024. 10 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Let's go! Ich bin jetzt hier erstmal so ein bisschen runter, den ersten Kilometer gut laufbar. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Drehhütte. Schlängeln wir uns hier in Serpentinen den Forstweg hoch. Kleine Ausrede, gestern war ich schon auf dem Rad unterwegs. Könnt ihr mal unten schauen auf mein Strava-Profil, wer Lust hat. Aber no mercy, heute werden die Beine bluten. Dankeschön. Danke euch. War super, jemanden an der Strecke zu haben hier. Das war mein Freund Martin. Sehr gut. Danke dir. Und bis gleich. Ich versuche jetzt hier bis zur Walk und Fitte alles durchzulaufen. Ist nicht so einfach. Hier kommen doch zwischendurch mal so kleine Rampen rein. Aber dann heißt es einfach, hohe Frequenz behalten und kleinere Schritte machen. Puh. 250 Höhenmeter, 3,5 Kilometer und 23 Minuten. Danke. Wasser. Danke. So, durchgelaufen bis zur Walk-Up-Hütte. Nächste Verpflegungsstation
Jetzt wird es ein bisschen steiler, aber steil ist geil, also auf geht's. Schönes Laktat in die Beine poppen, sehr geil. Also Leute, ich habe es noch mal kurz probiert anzulaufen hier, aber wenn du einmal gehst, dann gehst du. Jetzt wird es steil, sehr geil. Wir haben jetzt 600 Höhenmeter, kommen noch 400. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Ja, klassischer Berglauf ohne Stecken heute. Das macht die Sache nicht einfacher. Aber so sind die Regeln. Servus. Servus. Nur noch da oben. Gleich haben wir es geschafft. Danke. Auf geht's. So, die letzten 215 Höhenmeter. Auf geht's. Oh, so ist die Laufbahn hier. Geil. Hey, oh, ein alter Berglöwe. Na, servus. Das ist meine Lieblings-Support-Crew. Yeah. Schön, euch zu sehen. Kein Problem. Das gibt nochmal Kraft. Sehr schön. So, wir sind hier auf dem Sattel angekommen. Nur noch die Stufen und dann Schlusssprint. Auf geht's, auf die letzten 150 Höhenmeter. Die letzten Stufen, jetzt zum Schluss spielen. Nach den 1000 Höhenmetern gestern mit dem Rad, heute nochmal 1000 Höhenmeter hier beim Tegelberglauf. Super geil. Ich bin total platt. Scheiße. Aber egal. Es hat mal wieder richtig Gaudi gemacht, sich hier läuferisch das Laktat in die Beine zu prügeln. Also, genießt mit mir den Zieleinlauf vom Tegelberglauf 2024. Und hier ist Sereno in Tegelsitzung, der Mario Trotto. Super Mario! Du bist doch einfach die erste Valentina, die an meinem Kollegen kann. Unter einer Stunde und fünf Minuten. Ich bin sehr, sehr stolz auf diese Leistung und bin total froh, dass mein Körper hier diese Attacke mal wieder mitgemacht hat. Keine Rückenschmerzen,
Richtig gute Zeit. Jetzt gibt es erstmal eine Banane. Fernando. Hey, how was it? Meister. Hey, was du! Hey, Gratulation! Sehr war gut. Sehr gut. Für unter einer Stunde, oder? Nee, 57 Minuten. 57, sehr stark. Glückwunsch. Ich habe gar nicht geguckt, keine Ahnung. 16 Minuten. Hola, Fernando, me llamo Fernando. Pues encantado de estar aquí en el canal. He pasado un día estupendo, maravilloso en esta carrera. Maravilloso tiempo y con el amigo aquí haciendo una bonita carrera. Un saludo a todos en el canal. Muchas gracias. Also, schaltet wieder ein zum nächsten Video. Laktat intolerant. Niemals vergessen, Laktat ist keine Schande. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Laktat intolerant.